Ja, hey Schnitzel und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nine Witches Family Disruption. So, wir sind hier auf dem Flugzeug und genau, wie war das denn? Ah, genau. Okay, er hat im Moment keinen Gegenstand bei mir, aber sein Notizbuch. Alles klar. Ja, mein Notizbuch muss irgendwo im Flugzeug sein. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir das mal. Wir können ja erstmal mit dem Professor reden. Oh, erstmal gucken wir ihn an. Das ist Professor Alexei Krakowitz. Dann mit ihm reden. Was machst du da? Ich sehe zu, wie die Wolken vorbeiziehen. Wie lustig. Okay. Können wir auch mit dem. Oh, da ist ja das Notizbuch. Ich dachte, das sind die Füße von dem Typen. Kann auch gehen. Das ist die Tür zum Cockpit des Flugzeugs. Ich störe die Piloten lieber nicht. Ja, ist wahrscheinlich auch eine gute Idee. Obwohl, ich bin immer neugierig, ne? Ich will die eigentlich immer. Oder, ich weiß nicht, ich werfe da gern so einen Blick rein beim Fliegen, ne? Dann gucken wir uns mal das Notizbuch an. Da ist mein Notizbuch. Nimm mit. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mein Notizbuch nehme? Überhaupt nicht. Du hast das Notizbuch gefunden. Eine Menge Turbulenzen, oder? Ziemlich. Zum Glück habe ich nur 14 gerührte Eier und 3 Knoblauchknollen gegessen. Knoblauchknollen. Und meint er mit gerührten Eiern Rührei? Also wahrscheinlich, oder? Interessant. Ich reise gern mit leerem Magen, für den Fall, dass ich kotzen muss. Warum gehen Sie nicht zurück und sagen Alexei, dass ich mit ihm sprechen muss? Ja, richtig, natürlich. Dachte ich auch gerade so. Ganz schön useless Informationen einfach mal. Also, ich schätze, um die Situation aufzulockern oder so, aber so unter fremden Leuten. Ja, ich habe heute Morgen Rührei gegessen. Cool. Okay, der Premierminister möchte mit Ihnen sprechen. Danke. Oh, oh, ho, ho, wir können den Charakter wechseln. Können wir ihn trotzdem noch ansprechen? Nein, anscheinend nicht. Er geht uns ein bisschen aus dem Weg, aber ich erkenne nicht ganz nach welchem Prinzip. Okay, cool. Das heißt. Okay, können wir. Will er vielleicht die Leute im Cockpit stören? Ne, ich frag nur. Ach, der folgt uns. Ah, okay. Das ergibt Sinn. Ich habe mich schon gewundert, warum der so rumglitscht. Das ist die Tür zum Cockpit des Flugzeugs. Willst du reingehen? Ich kann meine Glieder nicht bewegen. Ergo kann ich das nicht. Ach, ist er. Er sitzt ja im Rollstuhl, ne? Aber. Kann er seine Arme benutzen? Wahrscheinlich, oder? Gucken wir mal den Premierminister an. Wobei, können wir den. Ja, das will ich aber einmal probieren. Aha, jetzt können wir uns auch als er den Premierminister angucken. Er ist der Premierminister. Ich muss mit Alexei reden. Okay. Er will. Ich dachte, vielleicht können wir ihm noch was über unser Frühstück erzählen oder so. Er ist der Premierminister. Okay. Na dann reden wir mal mit ihm. Ich bin hier. Gemäß dem Sicherheitsprotokoll ist es an der Zeit, den nächsten Schritt des Plans zu enthüllen. Ich bin ganz Ohr. Sobald wir landen, wird Agent Isaac sie zum Ort des Hinterhalts bringen. Hinterhalt. Genau. Wir haben einen Masterplan ausgearbeitet, um sie in das Herz der Okkulte 55 zu infiltrieren. Interessant. Agent Isaac wird sie über alles auf dem Laufenden halten. Dieser Isaac gehörte zu unserem Geheimdienst. Sporadisch. Fuck, ich weiß nicht, was sporadisch heißt. Ein bisschen? Ich glaube. Aus Kostengründen beschäftigen wir selbstständige Agenten über Agent-in-Cooperation. Sie haben nicht die besten Agenten, aber die billigsten. Interessant. Übrigens, wie geht es Ihrer Gesundheit? Es geht mir sehr gut, danke der Nachfrage. Gern geschehen. Ich glaube, wir landen gleich. Oh Gott.
Milchshake. Ah, Milchshake. Norwegen. Ich hoffe, so spricht man es aus. 9 Kilometer von Sunday entfernt. Der berühmte Filmemacher Otto von Celluloid und sein Assistent Günther sind auf dem Weg nach Sunday. Ach, sind das unsere... Also, ne, wenn wir spielen, unsere Geheimidentitäten quasi. Beide sind zum Eclipse-Fest eingeladen, der geheimnisvollen Party, die von der Okkult 55 organisiert wird. Sie kommen jeden Moment in ihrem Auto vorbei. Werdet sie los und nehmt ihren Platz ein, damit ihr die Party infiltrieren könnt. Notiert. Wie halten wir das Auto an? Ihre Vorgesetzten haben nur für den Transfer und die Übergabe des Materials bezahlt, meine Herren. Der Dienst enthält keine Problemlösung oder Beratung. Hier sind ihre gefälschten Pässe. Nice. Reisepass steht da drauf und dann... Ja, halt noch Nummern, ne? Ich hab das Gefühl, dieses Verpixelte ist richtiger Text. Nur... Also man kann das Reisepass ja erkennen, ne? Irgendwas mit Nee, kann ich nicht lesen. Du hast ein paar gefälschte Pässe erhalten. Bitten Sie in der Stadt das Kind mit der Geige, ein sehr, sehr besonderes Lied zu spielen. Ein Mitglied des Widerstands wird Sie kontaktieren, wenn es diese Melodie hört. Notiert. Ich muss jetzt Karten spielen gehen. Ach ja, wichtige Termine. Ich kenne das. Dauernd muss ich... spielen gehen, ne? Sie sind der Sache sehr verpflichtet, soweit ich sehen kann. Natürlich, ich verpasse nie ein Pokerspiel. Hm, das klingt healthy. Isaac, übrigens, haben Sie Teil des Materials vielleicht... Haben Sie als Teil des Materials vielleicht auch Geld dagelassen? Oh, nein. Bis dann! Ja, das wurde ganz bestimmt nicht verpokert. Ich würde sagen, ne? Verdammt, sind die geizig. Mal schauen, wie wir von Celluloids Auto anhalten. Ne, wie wir... Hä? Mal schauen, wie wir Celluloids Auto anhalten. Da steht ein von, aber ich glaube, das sollte da nicht stehen. Okay, Tab um das Notizbuch. Überfalle das Auto von Otto von Celluloid. Infiltriere Sunday. Infiltriere das Eclipse-Fest. Bitte das Kind mit der Violine, ein sehr, sehr besonderes Lied zu spielen, um die Aufmerksamkeit des Widerstands zu bekommen. Okay. Ist doch, klingt doch wie eine gute Checklist. Können wir vielleicht irgendwie... Aha, ich dachte mir doch, dass das Gelbe hier was ist. Und da auch? Liegen hier Münzen rum? Einfach so? Eine verlorene Münze. Ja, nimm mit. Ich meine, wenn wir schon kein Geld gefunden haben, bekommen haben. Eine verlorene Münze, okay. Sind die Münzen Teil des... Ja, die sind Teil des Inventars. Ein kleines, faches, rundes Metallstück, das primär als Tauschmittel genutzt wird. So steht es bei Wikipedia. Okay, na dann, wenn es bei Wikipedia steht, können wir die Pässe auch nochmal angucken? Okay, da kommt nur das. Das haben wir ja schon gesehen. Das Notizbuch haben wir auch schon untersucht. Also alles gut. Und hier ist ein... Ach, hier ist noch eine Münze. Was ist denn hier los? Wer ist denn hier mit löchrigen Taschen rumgelaufen? Und ein Pferd. Und okay, also hier ist Stopp. Dann gucken wir einmal auf das Schild. Da steht Milchshake. 13 Kilometer. Ich frage mich... Ob, ist das Sunday eine Milchshake-Anspielung? Gibt's nicht irgendwie... Irgendein Eis, was Sunday heißt oder so? Oder denke ich mir das gerade aus? Manchmal denke ich mir auch einfach Sachen aus, wenn die irgendwie in Kontext stehen, aber ich habe das Gefühl. Na gut, können wir das Schild angrabbeln? Das will ich nicht anfassen. Na gut. Können wir das Pferd angrabbeln? Oh nein, wir können mit ihm reden. Aber erstmal angucken. Wessen Pferd könnte das sein? Es trägt einen Sattel. Hallo Pferd. Willst du mein Freund sein? Oh, ja, ich will mit dem Pferd befreundet sein. Was zum... Ich glaube nicht. Was zum... Nein, Pferd, geh nicht! Ich war sowieso nicht interessiert. Aber doch, ich war... Huch. Brrr. Wir haben Gesellschaft. Was? Schaudern warnt von der Anwesenheit von... Moment mal, ich wusste nicht.
Wie eskaliert es denn hier plötzlich? Haben wir übernatürliche Kräfte? Sind wir auch eine Hexe? Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, das wird so ein... Okay, also es gibt Seelen und Geister. Drücke X, um eine Astralprojektion zu bilden. Ich habe keine Taste, die so aussieht. Was soll das sein? Okay, ich drücke Tasten, damit ihr Bescheid wisst. Aber hier ist das Tagebuch. Okay, einfach diesen hier. Warte, was? Was ist denn jetzt los? Achso, jetzt bin ich ein Geist. Okay, cool. Kann ich als Geist Dinge angucken? Da steht Mischek, 13 Kilometer. Und da ist ein Typ jetzt, eine Seele. Okay, vielleicht hätte ich mir das Spiel vorher näher an... Ich wusste wirklich nicht, dass das geht. Krass. Aber okay, wir lassen uns davon einfach nicht verunsichern und gucken, lesen weiter Schilder. Da steht Sunday, 9 Kilometer. Okay, ja, nee, aber dann können wir auch... Okay, also wir können anscheinend weiter die Sachen angucken. Aber okay, dann reden wir... Wobei, nee, ich möchte vorher... Okay, und jetzt verschwindet er wieder. Ach, okay, aber jetzt wird es auch nicht angezeigt mehr. Heißt das, er schaudert dann immer nur einmal? Ich will einmal noch, damit wir alles gemacht haben, ne? Das Schild muss noch angegrabbelt werden. Achso, okay. Er kann das nicht, weil... dafür haben wir ihn ja. Das fasse ich nicht an. Okay. Er ist also der Mann für das, ne, Dinge angrabbeln und der andere ist der Mann für mit Geistern reden. Was sagt er dann zum ein Haufen Pferdemist? Willst du mitnehmen? Haha. Glaubst du wirklich, ich fasse das mit meinen kleinen Händen an? Ich meine, solange ich es nicht machen muss, go. Aber okay, dann nicht. Dann reden wir jetzt wirklich mit der Seele. Kann sie aber auch erstmal angucken. Das ist eine verlorene Seele. Erklärt alles. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Dann reden wir mal mit mir. Verlorene Seele, ich grüße dich. Was eine seltsame Art, Hallo zu sagen. Ich heiße Singurd. Was machen Sie hier? Ich bin im vollen Galopp geritten und dann vom Pferd gefallen. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, mit dem Kopf auf ein paar Steine geschlagen bin. Seitdem ignoriert mich mein Pferd. Die Lebenden können uns nicht sehen oder hören. Sie sind tot. Von was reden Sie da bitte? Einige Seelen sind zwischen Leben und Tod gefangen. Sie bleiben so nah an der menschlichen Ebene, dass sie immer noch alles auf die gleiche Weise wahrnehmen, obwohl sie keinen physikalischen Körper haben. Oftmals bemerken sie nicht einmal, dass sie gestorben sind. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Auf Wiedersehen. Moment. Okay, jetzt können wir die wieder beenden. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich will ihm hinterher. Aber er ist weg. Na gut. Professor. Neues vom weit Entfernten. Hier ist irgendwo ein toter Mann. Sein Name ist Singurd und er starb leider, als er von seinem Pferd gefallen ist. Wir könnten seinen Körper benutzen, um die Straße zu versperren. Klar. Lass uns einfach eine Straßenabsperrung aus Leichen bauen. Ich meine, Totenstarre und so. Let's go. Ja, gute Idee, Professor. Mhm. Wollen Sie, dass ich nach ihm suche oder bevorzugen Sie Ihre Art und Weise? Ich kümmere mich darum. Wir haben nicht viel Zeit. Wir finden ihn schneller, wenn ich meine Wahrnehmungsgabe nutze. Superpower activated. Okay. Psychothermale Wellen, die inaktive Teile der Umgebung enthüllen. Nee, interaktive. Sorry. Okay, das heißt, wir können jetzt quasi... Aha. Ist es die Scheiße, die glänzt, oder... Also, ich frag nur. Ach so, okay. Einfach alles, was man anklicken kann, quasi. Ah, okay. Ich verstehe. Na dann... Ah, da.
Da ist etwas im hohen Gras. Können wir jetzt... Ah ja, Leiche. Hier ist etwas Fischiges. Okay, dann nehme ich an, gehen wir einmal zurück und wechseln auf ihn und dann gucken wir uns das mal an. Also ich hoffe, dass das jetzt geht. Ah ja. Cool. Es riecht, als wäre hier eine Leiche. Top, dann würde ich sagen, go und bau dir eine Straßensperre. Das ist Zingots Körper. Armer Mann. Er wird uns helfen, die Straße zu versperren. In diesem speziellen Moment hängt die Welt von ihm ab. Okay, na dann, let's go. Es war nicht, also ich meine, warum sollte überhaupt, also wenn wir uns jetzt einfach in die Mitte stellen, würde das nicht auch reichen, um das Auto anzuhalten? Also ich frage ja nur, aber okay, ja, wir machen es mit der Leiche, kein Thema. Alles bereit. Wir warten hinter diesen Büschen. Ninja-Modus aktiviert. Minuten später. Da kommt ein Auto. Oh, es kommt aus der anderen Richtung, die ich als die ich erwartet hätte. Und es ist ziemlich klein. Dafür, dass... Wahrscheinlich war das schon vorher das andere Auto auch, aber... Also ich meine, jetzt so proportionsmäßig, ne? Günther, was zur Hölle? Otto von Celluloid. Das ist nicht akzeptabel. Ich sitze seit mehr als 9 Stunden in diesem Auto. Wir sind nur ein paar Kilometer von Sunday entfernt, Sir. Erzähl das meinen Hämorrhoiden, Günther. Meine Herren, wer sind Sie? Und warum haben Sie die gleichen Gala-Anzüge wie wir? Stimmt, haben wir. Gut, dass Sie es sagen, es wäre mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Darf ich mal sagen, das mit der Leiche war voll die dumme Idee. Was sollen die denn jetzt denken, so wenn... Also, ne? Du musst stehen bleiben, weil da eine Leiche auf der Straße liegt. Und dann kommen aus den Büschen so Dudes gesprungen, die aussehen wie dir. Wie du. Das ist... Also ich meine... Ne? Wenn da nicht viele, viele rote Flaggen losgehen, dann weiß ich auch nicht. Na gut. Lassen Sie mich das erklären. Das ist eine Falle. Ja. Ach nee, da kommt man doch sofort drauf. Warum haben Sie die Leiche rausgebuddelt? Das war echt kein so guter Plan. Entdeckung, Sir. Aus dem Weg, Professor. Ich kümmere mich darum. Warte, geht's jetzt in den Kampfmodus? Benutzt du immer noch deine alte japanische Pistole? Ja, richtig. Natürlich. Klemmt die immer noch? Manchmal. Mal sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist, falscher Zwerg. Warte, was? Moment, Moment. Mir wurde nicht erklärt, dass ich... Ich wurde angeschossen. Okay. Okay, ich wurde erschossen. Das war's, Opa. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt eine Kampfsequenz kommt. Da hätten sie mich warnen müssen. Oh, warte, was? Was? War geplant, dass wir sterben? Hier drin riecht es nach verbranntem Fleisch. Ich koche ein paar Sünder. Ja, klar. Satan. Pff, do your thing. Interessant. Was führt dich hierher? Ich bin in einem Graphic Adventure gestorben. Kannst du das glauben? Ich weiß gar nicht. Eigentlich muss Satan doch irgendwie so... Wärst du daran interessiert, deine Seele im Tausch gegen Hilfe zu verkaufen? Meine Seele steht nicht zum Verkauf. Ich mag Herausforderungen. Okay, ich verkaufe dir meine Seele im Austausch für Hilfe im Kampf. Lass mich darüber nachdenken und später auf dich zurückkommen. Ja, also Hilfe will ich auf jeden Fall noch nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, schon gecheckt, wie das Kampfsystem funktioniert. Nur, ich war nur überrascht. Aber können wir uns trotzdem die Option offen halten? Können wir hier dann in der Hölle rumlaufen? Lass mich darüber nachdenken und später auf dich zurückkommen. Da kommt ein... Ah, okay. Schade. Ich hatte gehofft, die letzte ist, dass wir in der Hölle rumlaufen können. Aber gut. Okay. Dann sehen wir das jetzt nochmal.
Aber da können wir uns ja schnell durchklicken. Sobald die was zur Hölle. Mhm. Oh nein, genau. Bla bla. Mhm. Sie erkennen, dass das eine Falle ist. Er geht in Deckung. Der Prof geht in Deckung. Okay, und jetzt? Diesmal bin ich bereit. Okay. Ja, wir haben immer noch unsere gute japanische Pistole. Let's go. Okay. Okay, diesmal gehe ich aus dem Weg. Aber ich schieße. Okay. Ah, fuck. Wo geht er hin? Pff, okay. Geh in die Büsche. So. Ach, sehr gut. Sie haben sich mit dem Falschen angelegt. Okay, das war gar nicht so schwer, nur... Also, ne? Nur halt überraschend. Raus aus dem Auto, Otto. Oder ich erschieße sie. Bitte tut sie mir nicht weh, ich habe Hämorrhoiden. Okay, cool. Wir wissen also schon mal, wir sind komplett cool damit, Leute zu erschießen. Teil 3, Sunday, übrigens. Wie crazy ist denn bitte dieser Offizier mit den Augen? Deutscher Offizier. Papiere bitte. Kann ich erstmal... Was geht bei diesem Schild ab? Erstmal ohne Scheiß. Was? Was zur Hölle? Willkommen in Sunday. Wie geht es... Ja, das lese ich nicht vor. Mhm, alles klar. Das fasse ich nicht an. Nee, würde ich auch nicht. Wo wollen Sie denn hin? Ja, okay. Ich wollte nur mal gucken, wie weit ich gehen kann. Nirgends, Herr Offizier. Ich wollte nur wissen, wie pixelig die Landschaft ist. Papiere, bitte. Okay. Können wir uns hier... Wir können uns ein bisschen umsehen. Was mit dem Soldat? Ein deutscher Soldat. Sie sind zum Eclipse-Fest eingeladen, richtig? Natürlich. Ihr Anzug ist meisterhaft elegant. Vielen Dank, Soldat. Alles klar, was mit dem hier? Das ist der Offizier, der für den Kontrollpunkt zuständig ist. Papiere bitte. Was geht mit seinen Augen? Können wir kurz lesen? Ich würde gerne... Papiere bitte. Okay. Wir können nicht viel mit ihm reden, aber wir haben ja sogar... Können wir ihn auch bestechen? Können wir versuchen, ihm 3 gammelige Münzen anzudrehen? Ich meine, wir wissen ja jetzt schon, dass wir sterben können, ne? Probieren wir es. Das scheint keine gute Idee zu sein. Okay, gut. Ich dachte, man kann es ja mal probieren. Aber dann geben wir ihm eben die Pässe. Reichsminister für Öffentlichkeitsarbeit und Propaganda. Ihre Papiere sind in Ordnung, Herr Günther. Sie müssen ein paar Sicherheitsfragen beantworten. Oh shit. Oh, fahren Sie fort. Sagen Sie mir, wie lautet die 6. Stelle Ihrer Passnummer? Weiß ich nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer weiß denn das? Ich glaube, da habe ich mal... Ja, doch, ich habe mal so ein Anime gesehen. Da haben sie das auch gefragt, halt. Den Imposter sozusagen. Oder den Dieb. Und er konnte es sagen und sie waren so... Das war der Grund, warum sie ihn erkannt haben. Weil sie meinten, so ja, niemand kann doch das auswendig, außer jemand, der sich halt... eingehend damit beschäftigt hat, die Rolle zu spielen. So, wisst ihr, wie ich meine? Ja, okay, ich muss raten. Ich sag einfach mal... 9. 9? Das ist... falsch, Herr Günther. Entschuldigung, Herr Offizier. Die Reise war erschöpfend. Mir ist schwindelig und ich bringe meine Antworten durcheinander. Ich schnappe ein bisschen frische Luft und bin gleich zurück. Uff, ich dachte, er richtet mich hin. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Ich bin überrascht, dass du das überlebt hast. Okay. Dann untersuchen wir mal die Pässe. Und ich schreibe mir die Nummern auf. Einen Moment. Weil er fragt ja bestimmt danach noch mehr Fragen. So, wir haben 4, 1, 2, 1, 5, 1, 3, 6. Und wir haben 5, 1, 2, 9, 8, 4, 9, 0. Und das da ist Günther. Okay. Dann... Ups, oh sorry. Voll auf die falsche Taste gekommen, tut mir leid.
Okay, reden wir nochmal mit ihm. Ich würde gerne Papiere, bitte. Ach ja, okay. Dann zeigen wir ihm nochmal die Presse. Sagen Sie mir, wie lautet die fünfte Stelle Ihrer Passnummer? Okay, jetzt weiß ich's. 1, 2, 3, 4, 5. Es ist die 8. Hä, haben wir nicht 8 gesagt? Nee, wir haben 9 gesagt, glaube ich. 8 auf jeden Fall. 8. Das ist richtig, Herr Günther. Jetzt sagen Sie mir, wie lautet die 8. Stelle von Herrn Celluloids Passnummer? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die 6. 6 müsste richtig sein. 6. Das ist richtig, Herr Günther. Keine weiteren Fragen. Es besteht kein Zweifel, dass Sie diejenigen sind, die Sie zu sein behaupten. Ja, richtig. Natürlich. Ich schätze, Sie gehen zum Eclipse-Fest, oder? Woher wissen Sie das? Ihr eleganter Anzug sagt alles. Vielen Dank, Herr Offizier. Sie werden eine unterschriebene Genehmigung von Hauptmann Sauerkraut brauchen, um Sektor Okkulte 55 zu betreten. Notiert. Sie werden sich persönlich beim Hauptmann vorstellen müssen. Das Telefon des Kontrollpunkts funktioniert nicht mehr. Wie schade. Warum steigt Herr von Celluloid nicht aus dem Auto? Ah, weil sich seine Hämorrhoiden entzündet haben. Ich empfehle Sitzbänder mit warmem Wasser. Ich weiß gar nicht, was das ist übrigens, Hämorrhoiden, aber... Oh. Rächen der Pantomime. Lang lebe der Widerstand. Was zur Hölle war das? Er ist ein Rebell, der sich selbst rächenden Pantomimen nennt. Verdammter Hurensohn. Okay. Fahren Sie lieber weiter. Hier ist es nicht sicher, solange diese verrückte Person in der Nähe ist. Okay, alles klar. Wir gehen. Was geht hier ab? Oh, was geht jetzt ab? Krakowitz schaut in den Himmel. Da ist der dunkle Mond. Warum haben Sie ihn nicht schon vorher gesehen? Nee, warum haben wir ihn nicht schon vorher gesehen? Exekratoren maledicta congressit in situ. Ich habe keinen Plan, welche Sprache das sein könnte. Ah, Latein, okay. Im Lateinischen bedeutet das böse paranormale Aktivität mit begrenztem Umfang. Ich wusste allerdings auch nicht, wie man Latein ausspricht. Also das weiß ja, glaube ich, niemand, ne? Aber ich kann auch kein Latein. Er ist nur in gewissen Gegenden sichtbar. Ich hätte gern die Hälfte der Hälfte der Hälfte der Hälfte Ihres Wissens, Professor. Ich glaube, ich habe eine Hälfte vergessen. Jetzt ist nicht die Zeit für Lob, Akiro. Wir haben es eilig. Heißt das, dieses Hexendingens-Filmchen, was wir letztes Mal gesehen haben, war von hier? Wir müssen den Widerstand kontaktieren und die Erlaubnis einholen, zum Eclipse-Fest zu gehen. Ja, richtig, natürlich. Okay. Hängt da eine Frau im Hintergrund? Machen die hier Hexenverbrennung? Oh, danke fürs Spielen. Alles klar. Ja, das Spiel steht tatsächlich schon auf meiner Wunschliste. Dann war's das wohl. Dann müsst ihr mir jetzt sagen, ob ihr wollt, dass ich das ganze Spiel spiele. Ja, das war erstmal nur der Prolog. Und es kam mir jetzt am Ende doch ein bisschen was rüber von dem FSK 18. Ich weiß halt nicht genau, ja, wie hart das Spiel noch wird, was sowas betrifft. Aber es hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Also ich bin auf jeden Fall neugierig, was mit dem Mond ist und der Raumstation und ja, wie das weitergeht, so okkult ist. Es klingt auf jeden Fall ganz cool. Also ja, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und schreibt, wenn ihr wollt, dass ich das Spiel weiterspiele. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal von Nine Witches Family Disruption. Ganz vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!